Er hält auf Tradition. Sie kennen die beiden? Tja, könnte man sagen. Ich bin Frank Winches Konsiliere. Ein normaler Rentner kann sich sowas kaum leisten. Weißt du was, Vito? Ich komme in ein paar Monaten raus. Und dann? Sehen wir mal, ob wir an deinem Strafmaß was drehen können. Pepe, komm her. Probier mal. Okay. Vielleicht kommen wir ein bisschen eher aus dem Knast. Das wäre natürlich was Schönes. Kapitel 7. In Gedenken an F. Potenza. Empire Bay, 10. April 1951. Galanti hatte nicht so viel versprochen und dafür gesorgt, dass ich früher rauskam. 3,5 Jahre früher, um genau zu sein. Ja, 6,5 Jahre im Knast. Joe hatte mich regelmäßig besucht und mir erzählt, was sich draußen so alles abspielte. Aber als ich dann durch das Gefängnistor ging, kam ich mir vor wie in einer anderen Welt. Die Musik ist immer noch genial. Ja, ich bin wieder draußen. Neue Grafik freigeschaltet. Sieh im Hauptmenü nach. Gut, werden wir Joe besuchen. Alter, die Welt ist aber jetzt nicht mehr... der ganze Schnee ist weg. Ja, geil. Und ich habe immer noch die gleichen alten stinkenden Klamotten wie vor 6,5 Jahren. Hier rein? Nein, natürlich nicht. Hinterhof, oder? Oh! Komm, 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 komm. Oh ja, genau der gleiche Platz wie vor 6,5 Jahren. So. Türe öffnen. Hallo? Hallo? Nee. Oh, jetzt kommt er hier aber mit seinen deutschen Skills, Englisch Skills. Na, was habt ihr so vor? Hm? Kann ich mitmachen? Oh Mann, ich hab nur gefragt. Vito! Hey, bist du ausgebrochen? Schön, dich in normalen Klamotten zu sehen. Endlich wieder auf der richtigen Seite des Gitters, hä? Willkommen zu Hause. Komm rein, komm rein. Mann, es hat sich viel verändert, während ich weg war. Das kannst du laut sagen. Hey, es ist zwar nichts Besonderes, aber ich habe dir ein nettes kleines Apartment besorgt. Danke. Ich habe eine Überraschung für dich. Heute Abend feiern wir. Ich stell dir einen neuen Freund von mir vor. Ich liebe Überraschungen. Du brauchst ein bisschen Bares, eine kleine Starthilfe. Hier, fürs Erste, ich habe auch eine Knarre für dich, wenn du eine willst. Ah, hier, kann man immer brauchen. Was hast du jetzt vor, wenn du wieder ein freier Mann bist? Ist doch klar, ich will wieder mit dir zusammenarbeiten. Freut mich, ich hatte schon Angst, dass sie dich da drin bekehrt haben. Nein, ich habe im Knast eine Menge Kontakte geknüpft und viel gelernt. Inzwischen weiß ich, wie der Hase läuft. Sehr gut, ich habe nämlich nicht auf der faulen Haut gelegen, während du gesessen hast. Keine Angst, ich zeig dir, wo was läuft. Wie immer. Worauf warten wir? Ziehen wir los. Du lieber Himmel, seit wann hast du denn Hummeln im Arsch? Ach, scheiß drauf. Komm, gucken wir uns deine Bude an. $200. Wir nehmen meinen Wagen und fahren zu deinem neuen Vermieter. Setz du dich ans Steuer, damit du wieder ein bisschen Übung kriegst. Hoffentlich hast du im Knast das Fahren nicht verlernt. Hey, keine Panik. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Klar, nur dass es kein Vermögen kostet, wenn du ein Fahrrad schrottest. Schon gut, ich hab verstanden. Deinem Baby passiert nichts. Das will ich auch schwer hoffen. Ach übrigens, die Autos haben sich ziemlich verändert, seitdem du in Bau gewandert bist. Deine neue Bude ist einfach die Straße runter. Sie wird dir gefallen. Gut, Auto, 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 Auto. Geht weg, Polizist, ich will dieses Auto holen. Oh, was steht denn die da vorne rum? Hot Dogs! Hot Dogs! Hallo? Ich will denn... Hot Dogs! Hast du Tomaten? Nein, ich will Tomaten. Hot Dog. Hot Dog. Ich will den Hot Dog. Ja, mit Ketchup. Wumm. Ganz viel Ketchup. Danke. Wie kostet das jetzt? 5? 20 Cent. Ja gut, das ist angemessen. Willst du Kusche? Danke. Kommt ein Jude an und meint, das ist nicht ganz komisch. Das ist geil. Lassen Sie doch auf, wo Sie hinlatschen. So, jetzt knacke ich mal ganz kurz das Auto. Wie war das noch? Ach, immer wenn es grün ist, eh drücken, ne? Oh, fick dich doch. Verstanden.
Nix da, ich will hier nur. Oh, fuck. Ich bin der Beste. Ich hab 3 Sterne. Uncool. Gib mir Deckung, Vito. Fuck.